Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal mit den schönsten Menschen. Freunde, der Seven Wars Wild Type ist einfach real. Ich sag's, wie es ist. Genauso wie ihr wahrscheinlich auch. Ich gucke jede Folge 7, 8 Mal in allen möglichen Reactions irgendwie und bin voll im Hype drin. Wir begleiten das Ganze natürlich auch komplett. Ebenso diese Doku Behind the Scenes Reihe von Dave. Da kommen auch zweimal die Woche so Behind the Scenes Sachen zu der aktuellen Staffel. Neue Infos. Interviews mit Leuten, die daran mitgearbeitet haben. In der letzten Folge haben wir gesehen, wie die Spots der Teilnehmer ausgesucht worden sind. Und wir haben erfahren, dass auf dieser Insel, Isra San Jose, glaube ich heißt sie, da wurden Bomben getestet von den Amerikanern. Nicht in den Gebieten, wo die Leute sich aufhalten. Trotzdem, irgendwo auf dieser Insel liegen einige Blindgänger rum. War auf jeden Fall eine sehr interessante Folge. Jetzt sind wir am Start. Und zwar mit einer weiteren Behind-the-Scenes-Folge. So überlebt man die Seven vs. Wild Insel Survival-Profi testet. Sie haben ja diesen einen komischen, krassen Dude, der in allen Sendungen dabei war. Den haben sie hier am Start. Ich bin super gespannt, ich freue mich drauf. Und ja, ich würde sagen, wir schauen direkt rein. Falls ihr alle meine Reactions sehen wollt, wie gesagt, in meiner Seven vs. Wild Reaction-Playlist findet ihr alles geordnet, chronologisch. Und ja, let's go. Nach dem Drop-Off haben sich die Seven vs. Wild-Teilnehmer als allererstes einen Überblick über ihre Spots verschafft. Doch was würde ein absoluter Profi dann als erstes tun, um sein Überleben zu sichern? Nahrung, Shelter oder doch vielleicht Trinkwasserversorgung? Wir finden es gemeinsam mit Tomek Elroy von Wild Survival in diesem Video heraus. So krass, schon beim Scouting hat Survival-Experte Tomek Elroy dabei geholfen, die richtigen Spots zu finden. Seine Techniken, welche er unter anderem von verschiedensten indigenen Völkern gelernt hat, gibt er nun seit über 25 Jahren an die größten Survival-TV-Shows weiter. Und glücklicherweise nicht nur an TV-Shows, sondern eben auch an uns. An einem Spot auf Isla San Jose, der denen der Teilnehmer ähnelt, wird er uns zeigen, was für ihn die allerersten, wichtigsten Schritte sind, um das Überleben auf einer einsamen Insel zu garantieren. Geil. Oh, ich find's cool. Kapitel 1 Shelter. Wenn ich an meinem Strand ankomme, muss ich als allererstes einen Shelter bauen. Ey, das ist halt wirklich wie so diese D-Max Survival-Sendungen oder keine Ahnung, wo das läuft. National Geographic, wo er Englisch redet, auf Deutsch drüber gesprochen. Geil. Falls ich diesen Schritt überspringen sollte, kommt im Zweifel ein Sturm auf oder ich werde von Käfern und Insekten zerbissen. Meine oberste Priorität ist also, einen Shelter zu bauen. Ey, das ist wirklich wie diese Survival-Sendungen gemacht. Und mich vor Regen zu schützen. Wenn man einen Unterschlupf sucht, ist die Lage das Erste, woran man denken muss. Hier sehen wir Spuren von Wildschweinen, die sich hier am Strand aufhalten. Es gibt Wildschweine auf der Insel also. Sie also stellen mitunter die größte Gefahr dieser Insel dar, da sie sich mit ihren riesigen Hauern aufschlitzen können. Jetzt wissen wir es richtig. Das ist nun aber mein Spot und meine Situation. Und damit werde ich jetzt leben müssen. Normalerweise würde ich meinen Shelter natürlich nicht inmitten einer Wildschweinfährte aufbauen. Der wiegt bestimmt 70 Kilo, aber damit werde ich zurechtkommen müssen. An neuen Orten muss man sich immer fragen, was gibt's hier noch? Welche anderen Informationen kann ich aus der Umgebung gewinnen? Auch wenn mein Fokus auf dem Shelter liegt, schaue ich mich um. Hier habe ich gerade Coati-Spuren gefunden. Besser bekannt als der südamerikanische Nasenbär. Versteckt sich gerne in... Krass, wir sehen jetzt also das erste Mal auch, was für Tiere den Seven Wars Wild Teilnehmern dann quasi über den Weg laufen könnten, on a day-to-day basis. Kleinen Höhlen. Wenn ich mich später ums Essen kümmere, baue ich hier eine Falle. Aber jetzt zurück zum Unterschlupf. Ab jetzt hast du 30 Minuten Zeit, um deinen Shelter zu bauen. Okay. Krass, das ist so ein Macher, glaube ich. Erstmal baue ich das Gerüst. Ich habe nur 30 Minuten, also wird der Shelter nicht hübsch werden. Es hält erstmal nur Regen ab. Leider habe ich keine Zeit, in den Bäumen zu bauen, um von den Käfern wegzukommen. Also ist Regen erstmal mein Fokus. Das Gerüst besteht aus zwei Astgabeln. Ich sehe gerade keine Pflanzen, um ein Seil herzustellen. Deswegen sind Astgabeln die beste Option. Die wichtigste Regel beim Shelterbau ist, klein ist hübsch. Je kleiner der Shelter, desto weniger Material braucht man, um ihn abzudecken. Oft wollen Menschen einfach groß bauen, damit sie darin rumlaufen können. Dabei werden sie aber vor Sonnenuntergang niemals fertig. Also baue ich nur einen sehr, sehr kleinen Wetterschutz. Etwas super Simples, damit ich ihn rasch mit Palmblättern... Das sind so interessante Tipps schon wieder irgendwie, wisst ihr? Ich bin auch sehr gespannt, ob irgendwelche Leute bei Seven vs. Wild in Shelter oder die Tipps, die er irgendwie jetzt hier anwendet, ob die ähnlich das auch machen, wisst ihr? So Leute, die vielleicht mehr Erfahrung haben wie Fritz oder Otto. Decken kann. Voll interessant. Die Mucke ist auch geil. Ich sage immer, dass Shelter die wichtigste Priorität ist. Bist du den bloßen Elementen ausgesetzt, bringt dich das am schnellsten um. Man stirbt schon nach wenigen Stunden bei Kontakt mit den Elementen, selbst an warmen Orten wie diesem. Bist du nass, riskierst du schon bei 10 Grad Celsius eine Unterkühlung.
Dich vor den Elementen zu schützen, ist also deine wichtigste Aufgabe. Besonders hier in den Tropen kann es tagsüber wunderschön und perfekt sein, aber in der Nacht zur Hölle werden. Gibt es einen Grund, warum du genau diesen Baum benutzt? Nein, aber der Baum ist lang und gerade, was ihn zum Bauen geeignet macht. Und seine dünnen Äste kann man leicht durchtrennen. Man sollte auf dicke Stämme verzichten, braucht man einfach zu lang. Ich glaube auch, viele hätten den Fehler gemacht und hätten sich so einen dicken Ast oder so einen hier, der so ein bisschen dicker einfach ist, rausgesucht. Weil man denkt, okay, das ist dick und stabil, aber da verbraucht man so viel Energie beim Abhacken. Weil er dann echt nur die ganz dünnen. Würde ich totes Holz nutzen anstatt dieser frischen Äste, könnte ich dieses Shelter wahrscheinlich sogar ohne Machete bauen. Frischholz ist aber stabiler, da es noch nicht fault. Smart. Eine Machete ist also von großem Vorteil. Neben einem Insektennetz wäre sie der eine Gegenstand, den ich hier draußen mitnehmen würde. Krass, er würde ein Insektennetz und eine Machete mitnehmen. Und ich glaube, Insektennetz hat nur Knossi oder irgendjemand hat in seiner Hängematte so ein Netz mit noch. Aber krass, der Experte der Experten sagt Netz und Machete. Das Nervigste sind einfach nur die Viecher. Alles andere kann man irgendwie aushalten. Er sagte, die Viecher sind das, was sich am Ende zum Aufgeben zwingen. Krass. Moskitos und Käfer. Sein Gegenstand wäre auf jeden Fall ein Moskitonetz oder irgendwas das ähnliches. Das ist interessant, echt, ja? Gibt es einen Grund, warum du am Strand und nicht im Dschungel baust? In der Sandflohsaison, den Shelter am Strand zu bauen, ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Wer am Strand baut, wird früher oder später von Flöhen zerbissen. Krass. Im Best-Case-Szenario würde ich mich in den Wald zurückziehen, weil es dort viel weniger Insekten gibt. Wegen des Zeitlimits bleibe ich hier in der Nähe meiner Ressourcen. Denn wenn ich hunderte Meter im Inland baue, müsste ich die ganze Zeit hin und her laufen. True. Reicht eine halbe Stunde nicht. True. Ehrlich gesagt bin ich lieber klitschnass als von Flöhen zerbissen. Digga, an sowas denkt man halt gar nicht, dass im Sand diese Flöhe sind und einen zerbeißen. Als nächstes stapelt man so viele Palmenblätter wie möglich aufeinander. Ich habe keine Zeit, sie zu flechten. Wenn ich sie jetzt einfach drauflegen würde, sammelt sich der Regen in den Blättern und kann nicht richtig abfließen. Ich muss dem Wasser eine Richtung geben. Ich habe das früher mit der Machete gemacht, bis ein Freund meiner Frau meinte, wieso machst du das nicht so? Lol. Dadurch haben wir sowas wie Schindeln und die Blätter zeigen alle nach unten. Macher. Wenn ich die Blätter staple, achte ich darauf, dass die Rinne des Blattes nach oben zeigt, sodass das Wasser dort durchfließen kann. Smart. Das sieht jetzt schon so gut aus, also wirklich, man merkt, dass es krass schnell auch bei ihm geht, Mann. Eine halbe Stunde hat er ein Timecap dafür. Also er macht jetzt was, was wir wahrscheinlich von den Teilnehmern selten sehen werden. Er wird jetzt da mal hochklettern und so ein paar Blätter sich abschlagen. Ich glaube auch, das werden wir nicht sehen. Palmwedel. Das ist so gefährlich. Digga, wie krass. Ich find's voll interessant gerade. Ganz ehrlich. Ich find's voll interessant, das so zu sehen. Wie ein kleines Äffchen einfach. Bau etwas Kleines, Hässliches und Schnelles und du wirst überleben. Kümmere dich nicht um Komfort, sondern darum, wie du dich vor den Elementen schützen kannst. Ich finde, das sieht gut aus, Digga. Viele schauen sich ihren Shelter an und denken, hey, sieht doch ganz gut aus. Ich sehe viele Blätter, das wird schon reichen. Es ist das Allerschlimmste, hier nur halbherzig zu arbeiten. Wenn ich weiß, dass die Nacht kalt oder nass wird, mache ich nichts anderes, als Blätter auf meinem Dach anzuhäufen. Krass. Wenn erstmal was liegt, lege ich noch was zum Beschweren drauf, damit mir die Blätter nicht wegfliegen, wenn es stürmt. Smart, auch smart, ja. Okay, er packt echt wirklich viel, viel, viel mehr Blätter drauf, als jeder von uns gemacht hätte, glaube ich. Sieht gut aus. Wie man sieht, ist es nicht besonders schön. Es ist auch nicht groß, es ist sehr ungemütlich, aber es hält mich am Leben. Und das ist der einzige Gedanke, den man in dieser Situation haben sollte. Voll geil irgendwie. Also, wenn ich weitermachen würde und ich mehr Zeit hätte, würde ich noch mehr Blätter zusammenstecken, um Wände zu bauen. Geil. Wenn ich mehr Platz hätte, würde ich versuchen, ein Bett mit etwas Erhöhung zu bauen. Das dazu noch ein paar Palmenblätter, damit es etwas gemütlicher ist und mich von dem Sand und dem kalten Boden weghält. Um einen Sturm auszuhalten, braucht es noch ein bisschen mehr. Zum Beispiel durch dicke Äste zum Stabilisieren. Das Ganze ist jetzt schon relativ wasserdicht.
Ich denke, noch eine halbe Stunde Palmenblätter aufhäufen, macht den Shelter dann komplett dicht. Würden die Teilnehmer die 7 Tage durchstehen, wenn sie sich sowas bauen? Nun, wenn ich hier für 7 Tage draußen wäre, würde das nicht reichen. Okay. Oft kommt man in eine Survival-Situation und realisiert das erst eine halbe Stunde, bevor die Sonne untergeht. Dann muss man einfach etwas Schnelles bauen, um zu überleben. Für 7 Tage würde das aber nicht reichen. Die Viecher zerstechen dich und man wird noch nass. Okay, also er hat schon wieder erwähnt, das größte Problem scheint echt diese Insekten zu sein. Mit mehr Zeit würde ich den Shelter noch größer machen und die Öffnung schließen. Das ist ein täglicher, konstanter Prozess, dem Shelter ein paar Stunden zu widmen, Fehler auszubessern, ihn zu vergrößern und gemütlicher zu machen. Es erinnert mich so an The Forest gerade, ne? Wie an The Forest immer so weiter aufbauen und so. Geil. Das hier ist erstmal nur zum Überleben. Also ist man nie wirklich fertig. Ja, ich habe 1 Jahr im Wald gelebt und in jeder Woche habe ich Blätter gesammelt, um meinen Shelter zu verbessern, ihn wasserdichter zu machen und ihn mehr zu dämmen. Die Blätter hören nie auf zu welken, kleiner zu werden und zu verrotten. Es ist ein konstanter Prozess. Hoffentlich kann sich jeder ein bisschen Zeit nehmen, um ihr Shelter zu verbessern. Boah, ich bin so gespannt, gerade wie er sagt, so, der wichtigsten Dinge in einer Survival-Situation ist, ein Seil herzustellen. Etwas zu haben, um deinen Shelter zu befestigen, um deine Fallen herzustellen oder Sachen über dem Feuer zu braten. Okay, das ist eine der besten Pflanzen dafür. Die Rinde in Ästen kann sehr stabil sein. Hier kann man den Stock einfach in der Mitte teilen. Hier ein Korbmachertrick. Wenn sich die Mitte zur einen Seite verlagert, zieht man einfach mehr an der anderen, um den Riss wieder mittig zu bekommen. Digga, smart. In der Mitte hat man das Holz und darum die Rinde, aus welcher man ein tolles Seil machen kann. Jetzt kann ich es einfach wickeln und meinen Shelter stabilisieren, einen Feuerbohrer herstellen oder einen Fisch über ein Feuer hängen. Allerhand Anwendungsmöglichkeiten. Boah, ich bin auch so gespannt, was Fischfang und Nahrung angeht. Ich könnte es auch weiter aufteilen und flechten, um noch ein stärkeres Seil draus zu machen. Das sieht richtig gut aus, ja. Hi, hier ist nochmal Tom von Wandermut. Geht's dir vielleicht gerade genauso wie uns? Mir geht's genauso wie dir, Tom. Du hast richtig Bock, dich mal selbst auf einer einsamen Insel aussetzen zu lassen? Tom. Genau das kannst du jetzt beim Wandermut Island Survival machen. Dort wirst du ausgesetzt im Team und mit Survival Instructor, wie beispielsweise dem Tom. Der bringt dir bei, wie du auf so einer einsamen Insel überleben würdest und vor allem, wie du so eine Insel wieder verlassen kannst. Wichtig für solche Abenteuer ist natürlich die richtige Ausrüstung. Deswegen nutzen wir mittlerweile unsere geballte Erfahrung von verschiedensten Expeditionen und entwickeln unsere eigene Outdoor-Bekleidung. Das Beste ist, mit jeder Bestellung hast du die Chance, dieses goldene Ticket zu gewinnen, bei dem du bei einem Abenteuer deiner Wahl dabei sein kannst. Klick jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Ey, check geil, unsere Website smart. Aus, welche smart, Abenteuer wir geplant haben smart. Und welche Outdoor-Bekleidung für dich passt. Und sicher dir die Chance auf das goldene Ticket im Wert von 5.000 Euro. Und jetzt viel Spaß beim Weiterschauen. Meine nächste Priorität ist Wasser. Er sieht echt so aus. Ich sag's, wie es ist. Den haben sie auch irgendwo auf dieser Insel ausgesetzt. Den haben sie da ausgesetzt und der macht bei Seven vs. Wild geheim mit. Trinkt man 24 Stunden kein Wasser, funktioniert das Hirn nicht mehr richtig. Man trifft dumme Entscheidungen, die schlechte Situationen zu töten. Aber ja, ist obvious. Ich bin überrascht, aber es ist obvious eigentlich. Wir werden uns hier hauptsächlich auf Kokosnüsse konzentrieren und ich zeige euch, wie man eine Kokosnuss mit einer Machete oder sogar einem Stock öffnet. Ich klettere hier einfach auf die Palme. Der Trick dabei ist Druck. Ich klammere mich mit den Händen fest an den Stamm, drücke mich mit den Füßen aber gleichzeitig von ihm ab. Und dieser Druck hält mich am Baum. Los geht's. Das check ich gar nicht, Digga, wie das funktioniert. Ich check das gar nicht. Also, es ergibt irgendwo Sinn mit Druck, aber es sieht so gefährlich aus, wie er da hochspaziert einfach. Das war knapp. Das ist wirklich, also das ist ganz krass. Er holt sie alle einfach runter, bam, bam, bam. Und jetzt bin ich gespannt, weil wir haben schon Otto gesehen und Nova gesehen, wie diese beiden eine Kokosnuss geöffnet haben. Die obersten Kokosnüsse der Palme tragen hauptsächlich Wasser und Zucker in sich. Geil. Die haben wenig Fleisch, dafür bestehen sie fast ausschließlich aus purem Wasser. Wasser ist geil. Wenn das Wasser zu ölig wird, was bei älteren Kokosnüssen passiert, kann es sein, dass man Durchfall bekommt, wenn man 10 oder mehr von ihnen am Tag...
Ja, also 10 oder mehr von ihnen am Tag, ja krass. Aber so sah die von Otto aus, aber die von Otto war auch schon so ein bisschen vergoren. Und da meinte er ja, ich glaube, das Wasser war zu ölig bei Otto. Weil Otto hat ja gesagt, okay, schmeckt jetzt nicht kacke, aber schmeckt komisch. Erster Instinkt war ausspucken. Und ich glaube, die Kokosnuss bei Otto war vielleicht ein bisschen zu ölig schon. Trinkt. Wisst ihr? Auch wenn man dieses Wasser trinken kann, würde ich davon abraten. Okay, dann das war so eine wie bei Otto, die so ein bisschen zu ölig vielleicht war. Und so sah die zweite aus bei Otto oder die bei Nova eher. Im Idealfall suchst du dir Kokosnüsse, die auf der Spitze des Baumes hängen. Okay. Diese sind viel frischer und man kann sie leicht mit einem Schlag auf einen Stein oder einer Machete öffnen. Öffne den Deckel, pures Wasser. Geil. Oh, das muss so geil schmecken, oder? Das muss so geil sein. Okay, wir haben unsere Checkliste abgearbeitet. Shelter, Wasser, Feuer und Essen sind unsere Prioritäten. Jetzt brauchen wir noch Feuer. Das wird das Wasser reinigen, unser Essen kochen und uns helfen, unsere Werkzeuge herzustellen. Das hier ist ein super Baum, den du hier überall finden kannst. Wir nennen es Haiti Haiti, auch bekannt als Meereshibiskus oder Maho. Das Holz ist unheimlich leicht und eignet sich sehr gut, um mit einem Bowdrill Feuer zu starten. Wenn man also schnell ein Feuer machen will, ist das eins der besten Hölzer, die man finden kann. Okay. Was auch cool ist, auch die Rinde ist sehr faserig. Auch wenn interessant, man den das hätte ich nie genommen, dieses Holz. Inneren Teil nimmt, den man Cambium-Ring nennt, und ihn so in den Händen reibt, werden die Fasern wirklich fein. Sobald ein winziger Funke vom Bowdrill mit den feinen Fasern in Berührung kommt, geht das Feuer quasi von alleine an. Digga, das ist echt, also ich bin immer noch überrascht. Natürlich, er kennt sich krass aus und es ist jetzt nicht überraschend, dass er sich auskennt, aber das ist so krass irgendwie, was man da alles rausholen kann an Stuff, was so nützlich ist. Digga. Das raucht schon. Wir haben gerade versucht, einen Funken mit einem Feuerflug zum Laufen zu bekommen. Das Holz ist aber etwas nass. Wir versuchen es nochmal mit einem Bowdrill. Das ist so krass, ich habe gerade durch Zufall diesen Stock gefunden, der sich ziemlich perfekt für einen Bowdrill eignet. Erstmal bauen wir den unteren Teil. Ich finde es so krass, das sieht so kinderleicht bei jedem bei ihm aus. Reibungsfeuer brauchen wir so viel Geschwindigkeit und Druck, wie es geht. Und was wir hier machen, um Geschwindigkeit und Druck aufbauen zu können, ist einfach den Stock so schnell es geht zu drehen. Da bin ich jetzt gespannt, weil das haben ja bei Seven Wars Wild in der ersten Staffel alle Teilnehmer versucht und kein einziger Teilnehmer hat das geschafft. Das Holz ist aber etwas feucht. Vielleicht funktioniert es also nicht. Aber wenn ich einfach stark drücke und schnell drehe, macht es schon mal viel Rauch. Die Glut fliegt überall hin, deswegen muss ich jetzt eine Kerbe machen, in der sich die Glut sammeln kann. Dann müssen wir die Glut auf sehr trockene Kokos- oder Hibiskusfasern legen, um das Feuer anzupusten. Ich bin echt gespannt, ob das klappt jetzt. Normalerweise lege ich die Utensilien einfach für eine Stunde in die Sonne, damit sie wirklich durchtrocknen. Hoffentlich können wir genug Hitze erzeugen, damit es Staub abwirft, wodurch wir dann ein winziges Stück glühende Kohle haben. Raucht schon sehr krass. Wenn es jetzt so weiterglüht, müssen wir es eigentlich nur noch in einen Haufen Fasern legen. Einfach genau in die Mitte, dann vorsichtig einpacken und versuchen, die Hitze mit möglichst vielen Fasern in Kontakt zu bringen. Das ist so krass, dass er das aus seiner eigenen Bewegung so erschaffen hat jetzt. Lol. Jawohl, wir haben ein Feuer. Wow, Digga, ich bin so blown away irgendwie, ich weiß nicht. Fühlt sich gut an. Krass, Mann. Da wir nun einen Shelter, ich lieb's gerade voll. Feuer. Voll interessant, wirklich wie so eine Survival-Serie, Doku-mäßig aufgebaut hier. Und echt cool, das mal von so einem Experten zu sehen. Haben, wissen wir, dass wir nächste Woche, vielleicht sogar 3 Wochen überleben können. Wenn man also diese 3 Dinge hat, wird man überleben. Ab dem Punkt kommt es eigentlich nur noch auf die Psyche an. Ab jetzt geht es nur noch ums Essen. Und jetzt ist nicht so diese Dreierregel, 3 Minuten maximal, glaube ich, also für einen unerfahrenen Menschen, also 3 Minuten ohne Sauerstoff, was aber schon viel ist, 3 Tage ohne Wasser maximal und 3 Wochen ohne Essen. Ich glaube, das ist so diese Faustregel, die man sich nehmen kann, oder? Einfach seine Situation mit den begrenzten Mitteln angenehmer zu machen. Das Gute am Meer ist, dass man nicht lange suchen muss, um Nahrung zu finden. Wenn man am Strand feststeckt, findet man tausende Kalorien direkt um sich herum. Neben Kokosnüssen gibt es jede Menge Meereslebewesen an den Riffs.
Wenn man da also eine Angelschnur oder eine Speargun hat, wird man auf jeden Fall gut versorgt sein. Okay. Sogar direkt hier vor mir gibt es sogenannte Napfschnecken. Das sind Schalentiere, die sind sehr nährstoffreich und schmecken sogar richtig gut, obwohl sie schrecklich aussehen. Außerdem eignen sie sich gut als Köder. Man sammelt einfach alle Schnecken hier in der Brandung und legt sie falsch herum ins Feuer, bis sie anfangen zu kochen. Dann sind sie perfekt und wirklich gut essbar. Vermutlich müsste man nicht einmal Fisch fangen oder Kokosnüsse pflücken, sondern könnte einfach von den Schnecken hier leben. Die jungen grünen Kokosnüsse sind perfekt zum Trinken geeignet, die braunen älteren fürs Essen. Okay. Wenn man keine macht. Okay, auch interessant, aber ergibt Sinn, dann kann man einfach einen Stock nehmen, ihn am Riff anspitzen und fest in den Boden rammen. Weil wir jetzt aber eine Machete haben, schärfen wir diesen Ast einfach, während er noch am Baum ist. Diese Mucke da auch so geil, dieses Trommeln. Tatsächlich ist es einfacher, die älteren Kokosnüsse an so einem spitzen Ast zu öffnen, als mit einer Machete. Die Arbeit muss man sich dann auch nur einmal machen und hat den Ast immer einsatzbereit. Außerdem bekommt man die Kokosnuss freigelegt, ohne sie zu teilen. Wenn ich also eine Kokosnuss öffnen muss, habe ich das hier und bin sofort einsatzbereit. Einfach so eine Einige der Kandidaten werden nicht in der Lage sein, auf Kokospalmen zu klettern, um die grünen Kokosnüsse vom Baum zu holen, weswegen sie mit diesen älteren braunen klarkommen müssen. Ich glaube, keiner wird hochklettern. Ich glaube wirklich, ich würde es Fritz zutrauen, weil er so crazy ist, Junge. Aber sonst wird keiner hochklettern. Das würde mich auch bei Auto sogar verwundern. Die enthalten sehr viel Öl, also auch viele Kalorien. Trinkt man zu viele alte, bekommt man Durchfall. Okay. Sie sind gut zum Essen und okay zum Trinken. Aber man kann nicht 20 davon pro Tag trinken. Okay, ja. 4 oder 5 am Tag sind vielleicht noch okay. Aber man sollte wirklich versuchen, an die frischen Grünen zu kommen. Solltest du aber nur eine alte haben, gibt es einen guten Trick, um sie auf dem eben vorbereiteten Ast zu öffnen. Dafür schaut man einfach, wo das Ende ist, mit dem sie am Baum hängen. Dort ist die Kokosnuss am weichsten. Also werde ich die Kokosnuss dort aufbrechen. Junge, okay, das ging so einfach. Dann nutzt man einen Knopfer und achtet darauf, dass der Pfahl wirklich in der Kokosnuss steckt. Junge! Danach rolle ich sie, um die Schale abzubekommen. Ja, geil. Die Kokosnuss hat 3 Kanten und wenn ich alle abhole, komme ich an die Nuss im Inneren. Das ist so satisfying gerade gewesen, oder? Sagt ehrlich. Das Woran man auch denken muss, sind die Fasern. Aus ihnen kann man Seil machen, welches resistent gegen Salzwasser ist. Deswegen haben Piratenschiffe früher Kokosseile genutzt, damit sie auf See nicht verfaulen. Lol, smart, 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 smart. Der Mann ist nur am Facts droppen. Das ist wie so eine geile Biologiestunde gerade mit dem coolen Lehrer. Schaut mal, die Kokosnuss hat 3 Löcher auf der Oberseite. Normalerweise sind 2 davon sehr hart und 1 weicher. Also nimmt man einen Stock und stochert in alle, bis man das weiche Loch findet. Das ist das Loch, wo die Kokosnuss sprießen würde. Und wenn man diesen weichen Mund findet, kann man der Linie zwischen den beiden harten Augen folgen. Dann schlägt man mit einem Stein oder der Rückseite der Machete genau in die Mitte dieser Linie und die Kokosnuss teilt sich genau in 2. Seht ihr? Dieser Riss, der genau hier entsteht. Lol. Lol. Und jetzt haben wir Trinkwasser. Immer erst riechen. Den Fehler macht man nicht 2-mal. Und hier ist das Kokosfleisch. Also das sieht, die Kokosnuss sieht so satisfying aus. Ältere Kokosnuss ist, hat sie 800 bis 1000 Kalorien. Krass. Theoretisch braucht man täglich nur 2 davon, um genug Kalorien zum Überleben zu erhalten. Ich schneide hier einfach ein großes Stück raus. Erhalte eine Menge Kalorien und habe auch noch 2 Schüsseln zum Kochen. Das war irgendwie sehr impressive. Das hier ist die gelbe Mombin oder auch Schweinepflaume. Ah, okay. Da hatte, Joris gefunden und Joris dachte, dass das Lulubeeren sind. Vielleicht heißen die auch umgangssprachlich irgendwie was wie Lulubeeren, aber Schweinepflaume, okay, was sagt er dazu? Wenn die Frucht orange und oval ist, ist es eine gelbe Mombin. Für Unerfahrene könnte sie aussehen wie der Todes- oder Manchinellapfel. Der Todesapfel ist immer grün und rund. Okay. So wissen wir, dass das hier eine Mombin ist. Okay, kann man essen auf jeden Fall. Kann man essen. Schmeckt wie Mango und ist richtig lecker, wenn sie reif ist. Geil, wie Mango, Junge.
Okay, die wachsen bei Joris auf jeden Fall auf dem Spot. Habe ich schon gesehen. Wahrscheinlich die beste Frucht, die man finden kann, wenn man hier in der Wildnis ist. Geil. Ja, rein damit. Dave probiert auch. Hammer. Was ist denn das? Richtig geil. Hier ist sowas wie so ein Kern drin. Also hat jetzt nicht so viel Fleisch, wie es aussieht, aber schmeckt richtig gut. Hammer geil. Ich glaube, allein so, dass du diesen Fruchtzucker so in dir hast, nochmal so. Oh. Genau, Schweinspflaume nennt er das. Das Ding ist, problematisch wird es halt da, wo man nicht weiß, dass und ob man es essen kann. Ja, es gibt natürlich klar. Möglichkeiten, das herauszufinden, aber hier auf dieser Insel ist es entweder sehr lecker und sehr frisch oder tödlich. Ja. Wenn man in einer neuen Umgebung ist und sich nicht mit den heimischen Pflanzen auskennt, passiert es schnell, dass man sich vergiftet. Viele Spezialisten sagen, ach, probier einfach ein bisschen, spuck es aus und warte, was passiert. Ich glaube, ist das schon der Todesapfel hier? Ich glaube schon, da sind kleine Äpfel dran. Das funktioniert hier nicht. Das ist einer der tödlichsten Bäume der Welt. Das hier ist also jetzt der Manchinellbaum oder Todesapfel. Ja. Nur einer dieser kleinen Äpfelchen tötet dich, wenn man ihn isst. Krass. Wenn also Überlebenskünstler denken, das sieht aus wie ein Apfel, ich probiere einfach mal, bringt sie ein kleiner Fehler ins Grab. Das muss jedem bewusst sein. Das Äpfelchen schmeckt erst super süß. Man denkt sich, lecker. Innerhalb... Lol, wie unfair ist das auch noch, dass der tödlichste, mit einer der tödlichsten Bäume der Welt, die Frucht davon bringt dich direkt um quasi, kein Weg mehr zurück und das schmeckt auch noch süß. Das heißt, du probierst und denkst, ah... Na, ist doch ganz gut. Einer Minute fängt der Mund an zu brennen und plötzlich werden deine Innereien einfach zerfressen. Außerdem Was? Darf man auch nicht unter dem Baum schlafen, so wenn es schnell. Regnet. Das herunterprasselnde Wasser würde die Haut verbrennen. Super, super giftig. Das ist richtig. Immerhin krass. Ist es leicht zu identifizieren, solange man aufpasst, was man tut. Auch wenn es gut ist, vom Strand wegzukommen, präsentiert der Dschungel auch eine Vielzahl an Gefahren. Die größte ist wahrscheinlich das Wildschwein. Ja, am Strand safe. Sieht man sie am wenigsten. Die sind so mächtig. Wenn man im Dschungel ist, kann man von ihnen überrascht und durchbohrt werden. Es gibt außerdem Wespen, gefährliche Klippen und eine Menge giftige Pflanzen. Die Fauna und Flora zu kennen, ist also entscheidend. Safe. Weitere Gefahren am Wasser sind Krokodile, Haie und definitiv giftige Schlangen. Boah. Sie stellen nicht die größte Gefahr dar, aber man sollte sich... Aber es häuft sich ja an diesen Sachen, die wir auch gar nicht so krass im Kopf hatten Existenz vielleicht. Existenz immer bewusst sein. Die wahrscheinlichste Verletzung, die sich die Teilnehmer zuziehen werden, sind Schnittwunden, wenn sie auf dem Riff ausrutschen. Also Verletzungen, die sie selbst verschulden. Das Riff besteht aus Vulkangestein und ist extrem scharf. Wenn man ausrutscht und sich schneidet, heißt das Game Over. 100%. Es ist super gefährlich hier und ein kleiner Fehler kann einem das Leben kosten. Regel Nummer 1 ist, auf sich selbst aufzupassen, alles langsam und gewissenhaft anzugehen. Wenn man sich nur eine kleine Schnittwunde in dieser Umgebung zuzieht und unbekannte Bakterien in den Körper gelangen, kann sich das entzünden und in einer Blutvergiftung enden. Und krass. Wenn das nicht direkt behandelt wird, kann man schlimmstenfalls sogar sterben. Also, danke fürs Anschauen. Natürlich ist... Ey, ich sag's wie es ist, diese Episode hatte am wenigsten mit den richtigen Seven vs. Wild Spots oder wie auch immer, wisst ihr, so zu tun. Es wurde wenig von den Teilnehmern gezeigt oder so. Aber es war für mich die beste Doku-Folge bis jetzt. Die beste Behind-the-Scenes-Folge. So interessant. Das ist nur ein kurzer Überblick. Ich hing so an seinen Lippen, die zeigten so schnell. Man muss einiges mehr an Arbeit reinstecken, um zu überleben. Wir haben Shelter, Wasser, Feuer und Nahrung. Das war so cool anzusehen. Und heruntergebrochen ist das genau das, was die Teilnehmer von Seven vs. Wild machen müssen. Vielleicht bekommen sie das Mindeste davon, was ich hier gemacht habe, hin. Das war so interessant zu sehen. Checkt gerne meinen Channel aus. Ey, auf jeden Fall. Tom McElroy. Und besucht meine Website. Ey, super cool, dass der am Start ist. Das freut mich so. WildSurvivalSkills.com. Das freut mich so, dass der am Start ist. Ich freue mich auf Seven vs. Wild. Das wird mega. Definitiv eine Herausforderung, aber eher eine mentale Challenge. Ich finde so cool, dass er am Start ist irgendwie. Der ist so sympathisch geworden jetzt auch durch diese Doku, oder? Ey, ich fand, das war echt die beste Doku-Folge bis jetzt. Die beste Behind-the-Scenes-Folge. Und der Typ ist so sympathisch gewesen. Es war so interessant, das alles zu sehen. Und ich habe echt Bock, jetzt seinen Channel auszuchecken, auch, muss ich sagen. Also das war wirklich, ich finde es so cool, dass der am Start ist. Keine Ahnung. Hat mich richtig gehypt nochmal. Also einfach das alles zu sehen, wie es richtig gemacht wird und welche Gefahren. Auch nochmal ernsthaft hat er über Gefahren ja nochmal geredet. Krass, Mann. Ey, Freunde, ihr merkt, der Hype ist doch real. Ich kann gar nicht mehr warten. Ich freue mich richtig auf die neue Folge, ja. Wir werden die natürlich wieder zusammen anschauen. Und ja, Samuels, die kommt heute schon, Samstag. Die kommt nachher schon.
Die kommt doch nachher schon online, Freunde. Ich freue mich doch. Ey, das heißt, morgen sehen wir uns ja schon wieder. Wir sehen uns morgen, Freunde. Morgen sehen wir uns schon wieder mit der nächsten Sam vs. Wild Folge. Oh, ich bin so gespannt. Ich freue mich. Ey, ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Bleibt bitte alle so fresh und gut aussehend wie immer, ja? Wir sehen uns und ciao.